Wenn es dir gerade schlecht geht, dann solltest du dieses Video unbedingt anschauen, denn heute habe ich die Tipps für dich, die du brauchst, wenn alle anderen Tipps nicht funktionieren. Zunächst einmal, natürlich geht es niemandem gerne schlecht, aber trotzdem ist es ganz normal, dass es uns wieder und wieder so gehen wird im Leben. Es gehört einfach dazu. Egal, was du auch tust und egal, wie sehr du dich bemühst. Und ich weiß, es ist manchmal so ungerecht, wenn man denkt, ich mache doch so viel in Persönlichkeitsentwicklung oder für meine Gesundheit. Und trotzdem hat es mich jetzt wieder ereilt. Trotzdem bin ich krank geworden. Trotzdem hat mich mein Partner verlassen, obwohl ich so viel in diese Beziehung investiert habe. Diese Dinge passieren und oft kannst du auch überhaupt nichts dagegen tun. Auch ich bin gerade wieder durch eine Phase gegangen, in der es mir wirklich wochenlang sehr, sehr schlecht ging. Ich starke Schmerzen hatte, ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und trotzdem war es irgendwie unklar, was ich eigentlich hatte und deswegen auch, ob es für immer da bleiben würde oder was jetzt damit ist. Und was mir in dieser Zeit geholfen hat, drei Tipps, die möchte ich dir jetzt mitgeben. Erstens, weine. Ja, ganz banal, und du hast richtig gehört, wenn es dir schlecht geht und du seit Wochen wahrscheinlich dich bemühst oder du kannst einfach auch nichts tun, um es zu ändern, dann ist dir nach Weinen zumute und dann lass das raus. Das hat nichts mit Schwäche zu tun oder mit Scheitern, sondern im Gegenteil, es wird dir sogar helfen. Du wirst dich danach besser fühlen, wenn du diese Gefühle zulässt, wenn du es einfach zulässt, dass dir nach Weinen zumute ist, dass du dich jetzt so fühlst. Weinen hat eine reinigende Wirkung. Es ist tatsächlich ein innerlicher Druck, den wir dadurch ablassen, wenn wir weinen, wenn wir diese Tränen rauslassen. Das heißt, wir fühlen uns danach oft erleichtert, auch wenn natürlich an deinem Problem sich wahrscheinlich nichts geändert hat dadurch, aber du fühlst dich ein bisschen erleichtert. Natürlich gibt es bessere und schlechtere Situationen, um jetzt in Tränen auszubrechen, aber wenn du, weiß ich nicht, zu Hause im Beisein deiner liebsten Menschen, einer guten Freundin oder deinem Partner, deiner Partnerin, dann lass das ruhig raus und lass es zu, dass du diesen Druck ablassen kannst und diese Erleichterung danach zumindest für kurze Zeit wieder spüren kannst. Mein zweiter Tipp schließt sich eigentlich direkt daran an und der lautet: Suche Trost. Denn gerade wenn wir krank sind, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir einen Verlust erlebt haben, kann das dazu führen, dass wir uns sehr einsam fühlen. Das macht einsam, diese Sachen zu erleben, weil schließlich bist du derjenige, der die Sachen spürt, der sie empfindet, dem es passiert ist. Und andere können es vielleicht nicht nachvollziehen. Die können nicht diese Schmerzen nachempfinden, die du hast. Die können vielleicht nicht diesen Verlust nachvollziehen, weil ihnen eben nicht das Gleiche widerfahren ist. Und deswegen geht mit diesen schweren Phasen, mit diesen Krisen auch oft so ein Gefühl von Einsamkeit einher. Keiner kann mich verstehen. Ich muss diese Bürde alleine tragen. Und ja, diese Bürde obliegt dir, aber das bedeutet nicht, dass du sie alleine tragen musst. Vertrau dich anderen Menschen an, deinen Freunden, deiner Familie. Sag ihnen, wie es dir geht. Lass dich in den Arm nehmen, dir gut zureden, dich trösten. Sag ihnen auch gerne, was du brauchst. Denn manchmal ist es ja so, dass das, was wir uns wünschen, nicht von außen kommt. Dass dein Partner, deine Partnerin, deine beste Freundin, wer auch immer, dass diese Menschen nicht sehen und sie können es ja auch nicht erahnen, was du in dem Moment brauchst oder wie es dir eben geht. Und deswegen kann man auch ruhig mal sagen, hör mal, ich fühle mich gerade so und so und ich würde mir wünschen, dass du das und das tust. Zum Beispiel mich in den Arm nimmst oder mir irgendwas abnimmst oder mir gut zuredest. Ich habe gerade überhaupt keine Hoffnung mehr. Ich würde mir wünschen, dass du mir diese Hoffnung gibst, dass du mir sagst, es wird wieder gut, es wird wieder besser. Und ich weiß, manchmal hat man das Gefühl, wenn man es vorher sagen muss, dann ist es irgendwie nicht mehr so viel wert. Wenn ich sagen muss, hey, umarm mich doch mal und dann werde ich umarmt, dann ist es so, ja toll. Aber die Umarmung ist trotzdem wohltuend. Der Trost, den du bekommst, der ist trotzdem wertvoll. Und du leistest ja auch eine gewisse Vorarbeit, weil das nächste Mal, oder was heißt das nächste Mal, eine Stunde später, einen Tag später, gerade wenn es dir längere Zeit schlecht geht, dann weiß deine Partnerin, dann weiß dein Freund, wie er mit dir umzugehen hat oder was du dir wünschst und was du brauchst und kann dir das dann eben auch von sich aus freiwillig geben, weil dieser Mensch möchte dich ja wahrscheinlich unterstützen, er weiß nur halt einfach nicht so genau, wie. Unterstützung von anderen ist eine der größten Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, wenn es uns schlecht geht. Und auch wenn sie nicht unbedingt nachvollziehen können, wie es uns jetzt ganz genau geht und was wir fühlen und empfinden, so können sie uns doch ganz viel geben. Trost, Körperkontakt, Zuwendung, Beistand, Mitgefühl und auch dieses Wissen, nicht allein zu sein. Mein dritter Tipp lautet, stell dir dein zukünftiges Ich vor. Denn gerade wenn es uns so schlecht geht, wenn wir in diesen schweren Krisen und in diesen schlimmen Phasen einfach feststecken, dann hat man oft das Gefühl, dass es jetzt für immer so weitergeht. Das ist jetzt das Leben.
So wird es für immer bleiben, weil wir haben ja gar nicht mehr, wir haben gar nicht mehr diese Kapazität, irgendwie über diesen Tellerrand zu blicken. Und man nimmt einfach die jetzige aktuelle Situation als Blaupause für das ganze zukünftige Leben. Und das führt natürlich zu Hoffnungslosigkeit und zu Trauer und zu Resignation, weil man denkt, das war's jetzt, so wird es für immer sein, so werde ich mich für immer fühlen. Wird es aber natürlich nicht, das ist fast nie der Fall. Der Schmerz über eine zerbrochene Beziehung, der wird über die Zeit geringer. Wir gewinnen ja auch Ressourcen dazu. Wir lernen, besser damit umgehen zu können, mit den schmerzhaften Gefühlen zum Beispiel. Und selbst bei chronischen Krankheiten, also bei Dingen, die wirklich bleiben, ist es oft so, dass es dann doch Pausen dazwischen gibt, dass es halt vielleicht in Schüben kommt oder dass dann die Medikation verbessert wird, dass du auch generell einfach versierter im Umgang damit wirst. Du hast mehr Erfahrung und deswegen kannst du dann auch besser damit umgehen. Also so wie es jetzt ist, wird es nicht für immer bleiben. Und da hilft es, sich wirklich vorzustellen, wie das, was du jetzt durchmachst, später, wenn du darauf zurückblickst, eben nur eine Phase in deinem Leben sein wird. Ein begrenzter Abschnitt, ein bescheidener Abschnitt, ja, natürlich. Aber es ist eben nur ein Abschnitt in deinem ganzen, langen, weiten, großen Leben, was da noch vor dir liegt. Das heißt, die Schmerzen werden irgendwann wahrscheinlich auch wieder weg sein. Dein Kind wird irgendwann durchschlafen. Der Schmerz über die zerbrochene Beziehung wird irgendwann verarbeitet sein. Stell dir zum Beispiel vor, wie du in einem Jahr zurückblicken wirst auf die Zeit jetzt. Oder vielleicht auch viel später, 5 oder 10 Jahren. Oder wie du später mit deinen Kindern Fotoalben durchgucken wirst. Und dann erinnerst du dich an diese Zeit, die du jetzt gerade durchmachst. Und dann denkst du, boah, das war eine richtig harte Zeit in meinem Leben. Zum Glück ist die vorbei. Und was das bewirkt, ist wirklich, dass es dir eine andere Perspektive schenkt. Eine, die man in diesen Akutphasen der Krise oft nicht hat. Diesen Blick über den Tellerrand, den wir eben so oft nicht schaffen. Aber dieser Sprung in die Zukunft, der schafft es wirklich, dass du das große Ganze wieder siehst. Und da ist das, was du jetzt durchmachst, eben nur eine Phase. Ich hoffe, meine Tipps konnten dir helfen, besser durch deine aktuelle schwere Phase zu kommen. Wenn du möchtest, dann kannst du deinen Kummer sehr gerne in die Kommentare schreiben und dann können wir alle ein bisschen tröstenden Beistand leisten. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du besser durch Krisen kommst, habe ich hier noch ein Video für dich über 3 mentale Strategien, um in der Krise nicht zu verzweifeln. Ich habe auch eine ganze Krisen-Playlist, schau dir die gerne an. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne in meine Glücksmail kommen. Ich schreibe dir den Link unten in die Infobox. Das ist mein kostenloser Newsletter, in dem du jeden Mittwoch eine inspirierende Nachricht erhältst, eine unterstützende Nachricht. Und ich bekomme ganz oft die Rückmeldung, dass diese E-Mails schon allein bewirken, dass die Menschen sich nicht mehr so allein fühlen. Also, ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Kraft. Sei lieb gegrüßt und wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag hier wieder.